Im Speziellen geben uns Namensrechte den Zugang zu Communities, Gesellschaften. Also man stellt sich die Fans des FC Bayern vor, die Fans der Palmeiras in Brasilien. Die Stadien geben uns eine glaubhafte Verbindung, Teil dieser Community zu werden. Für uns als Finanzdienstleister ist Vertrauen, Trust, ein ganz, ganz wichtiges Attribut. Das schaffen wir eben, eine natürliche Symbiose zu diesen Fans. Daher geben uns die Stadien eben weltweit eine sehr, sehr große Reichweite und Verbindung. Man muss sich vorstellen, dass der normale Mensch, der Samstag morgens wach wird, sich erstmal nicht darum kümmert, ob er sich heute eine Versicherung kauft, sondern eher sich mit den alltäglichen Dingen oder Freuden des Lebens, ob er ein Fußballspiel mit seinem Sohn besucht. Von daher, diese natürliche Verbindung in das Leben der Menschen, die geben uns diese Stadien zum Großteil. Das macht sich zum Beispiel bemerkbar im Thema Social Media Listening. Also wir betreiben das aktiv, wir gucken, wie die Allianz vertreten ist im Web, und Resultate zeigen, dass wenn man die Gesamtheit der Allianz-Nennungen im Social Web sich vor Augen führt, dass 2 von 3 auf die Stadien zurückgehen. Also Sie sehen, dass es ein sehr, sehr essentieller Bestandteil der ganzen Kommunikation ausmacht. Im Prinzip trifft es ein bisschen, was ich vorher schon mal skizziert habe. Die Namensrechte geben uns eine Chance, Teil einer Community zu werden, einer lokalen Community, also wirklich eine glaubhafte Verbindung zu schaffen. Und wenn man sie richtig auswählt und sie sich richtig entwickeln, werden Namensrechte, Stadien zu eigenen Medien, sag mal Portalen, eigenen Plattformen, Kommunikationsplattformen, die sich selber gerade im Social-Media-Bereich immer weiter fortbewegen. Ich gebe mal ein Beispiel, wo wir vor der Schöpfung, sag ich mal, der Geburtsstunde der Allianz Arena Partner wurden, gab es das leider auf die Weltmeisterschaft, und wir wurden dazu aufgefordert, seitens FIFA das Logo abzunehmen, was wir natürlich gemacht haben. Nichtsdestotrotz gab es über 50.000 Benennungen in der Presse der Allianz Arena. In anderen Worten, mit der richtigen Entwicklung schafft sich so ein Stadion eine eigene Medienplattform, die sich weiterentwickelt. Und das sehe ich nicht zwingend, wenn ich Teil eines Jerseys bin oder eine andere Form von Sponsoring betreibe. Das ist so die Magie letztendlich. Extrem wichtig ist erstmal der Fakt, dass das Stadion sicher gebaut ist und umweltfreundlich gebaut wird. Der Brandfit von dem Stadion, von dem Club, muss natürlich auch passend zu uns sein. Der Club, der dort spielt, im meisten Fall der Club oder das, was dort stattfindet, sollte national extrem bekannt sein, beliebt sein, im Idealfall aber auch international, sodass wir dort eben mehr Nennungen, zum Beispiel auch im Social-Media-Bereich, in der Presse, im Fernsehen haben. Multifunktionalität ist ein sehr wichtiger Faktor. Je mehr passiert, umso besser. Siehe in Brasilien Allianz Park, der in kürzer Zeit viele Vielzahl an Konzerten, Festivals, wie auch Sport im Stadion beherbergt, ist uns sehr wichtig. Und natürlich die Nähe zu unseren Standorten ist sehr wichtig, sprich die Verbindung zu Kunden, Mitarbeitern, aber auch Agenten. All diese Faktoren und noch andere lokale, spezifische Faktoren spielen dabei ein. Es gibt da verschiedene Faktoren, die wir bemessen, aber sicherlich hat uns der Erfolg der letzten Jahre da Rückenwind gegeben, dass wir uns mehr mit dem Thema Namensrecht beschäftigen und investiert haben. Also ja, wir sind zufrieden mit dem, was wir vorfinden. Das sind zum einen direkte Gegengeschäfte, die wir mit den Stadien machen können als Versicherer. Man stellt sich vor, der Bau, die Betriebe, was dort alles an Versicherungsprodukten aufkommt. Aber viel wichtiger ist im Prinzip das, was ich zuvor auch mit Reichweite und Beliebtheit versucht habe zu beschreiben. Wir wollen Teil des Lebens und der Besucher, der Fans werden, in deren Kaufverhalten, also wirklich bei, es fängt an mit der Bekanntheit, es fängt an mit der Sympathie, es fängt an mit der Berücksichtigung beim Kaufen und auch der Loyalität. All diese Faktoren berücksichtigen wir und wir messen die auch und sehen da wirklich positive Effekte.
Zunächst einmal, ich denke schon, dass wir weiter wachsen werden. Wir haben seit 2005 sind wir jetzt bei 8 Stadien, was unsere Stadium Family, wie wir sie nennen, betrifft. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht weitere Stadien gibt, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wenn man sich anschaut, sind wir auf 4 Kontinenten vertreten, es ist noch Platz. Nichtsdestotrotz ist das nicht ein zwingender nächster Schritt. Wenn ich mich gerade im Umfeld umschaue, was passiert, finde ich gerade die Aktivierung oder vielmehr die Nutzung von Stadien sehr, sehr interessant. Das fängt an mit der Bauweise, wie ich es auf Funktionalität, Multifunktionalität ausrichte. Man sieht hier ein sehr, sehr erfolgreiches Stadion. Letztendlich in der Auslastung von Großevents, die den Rasen betreffen, liegt zwischen 5-10%. Sprich, es gibt Raum, dort mehr zu machen. Bevor ich jetzt einfach sage, wir nehmen jedes Jahr ein neues Stadion zu, ist das sicherlich ein Bereich, den ich mir auch gerne mal anschauen würde. Und ja, wir können uns auch vorstellen, dort vielleicht mal aktiv zu werden.